Hallo Leute, ich zeige euch, wie man einen Taschenrechner macht mit Visual Basic. Es ist ganz einfach, es sieht ungefähr so aus. Hier könnt ihr natürlich die Zahlen reinschreiben. Taschenrechner ist haargenau, das zeige ich euch jetzt. Plus, Minus, Mal und geteilt. So. Ich zeige euch jetzt, wie ihr sowas machen könnt, indem ihr ein neues Projekt erstellt. Natürlich das erste drückt. Da steht jetzt Form 1. Dies könnt ihr ja ruhig länger machen. Das könnt ihr machen, was ihr wollt. Guckt. Ich mache das immer so. Wie ihr das ändern könnt, ihr drückt einmal drauf. Dann kommt da unten hier. Schreibt ihr da was rein, seht ihr? Deswegen könnt ihr da einfach nur Rechner hinschreiben zum Beispiel und dann, was passiert dann? Schuhing, Endrechner steht dahin. Jetzt braucht ihr Button. Ihr müsst es eigentlich viermal haben. Dazu könnt ihr es kopieren und dann dreimal einfügen. Hier, dann habt ihr sogar noch die gleiche Größe. Sieht jetzt schöner aus. Jetzt braucht ihr ein Label. Ein Label ist das Ergebnis, was es auch rauskommt dann, wie ihr das beim Taschenrechner auch gesehen habt. Es war bunt, wie schön. So, jetzt braucht ihr eine Textbox. Eigentlich braucht ihr zwei, weil hier schreibt ihr alles rein. Sagen wir ungefähr in diese Höhe. Damit das schön aussieht, machen wir das mal so. So. Ups, das ist was höher. So, den Label, den tue ich hier in der Mitte. Ich mache den etwas kleiner. So, jetzt habt ihr schon mal die Form, also, ja, jetzt könnt ihr das noch so schreiben, was da kommt, Ergebnis, schreibe ich da jetzt mal hin. Hier schreibe ich Plus, da Minus, hier geteilt. Mal. So. Ich ändere da mal gerne die Farbe, weil das sieht dann schöner aus, wenn ihr da die Farbe ändert. Die Farbe könnt ihr hier ändern, hier, der Back Color. Aber als allererstes mache ich hier das Icon. Und müsst das irgendwo stehen. Hier. Hier seht ihr das Icon-Symbol. Da könnt ihr das jetzt hier durchsuchen. Ich habe da mir schon was Schönes ausgedacht. Seht ihr das? Wenn ihr dann noch hier unter Projekt drückt und dann hier Windows Application 1 Eigenschaften Punkt, 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 drückt, da könnt ihr den Icon auch reinsetzen für das Bild, als jetzt wie hier das da unten. Hier unter Starter-Symbol müsst ihr durchsuchen klicken. Desktop, da habe ich das gespeichert. Und das Symbol soll so auf meinem Desktop erscheinen. Also das ist jetzt die Excel-Datei. Öffnen. So. Jetzt weiter zu unserer Form. Wie ihr seht, habe ich meinen Taschenrechner schön bunt gemacht. Können wir auch hier machen. Hier ist das Bild, seht ihr? Also, jetzt der Label. Da ändern wir die Farbe bei Back Color. Da schreiben wir jetzt zum Beispiel Rot hin, dann wird es rot. Eigentlich schreiben wir Red hin. Das war immer Englisch hinzufügen. Aber ich finde Rot nicht so schön. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Zum Beispiel Dark Green. Dann seht ihr die Ergebnisse nicht. Also etwas heller. Da, das mache ich gerne grau, weil sieht auch schöner aus. Ja, das ist gut. So. Plus ist meistens in der Schule, sagen wir mal so, rot. Weil wie ich nehme, da ein helleres Rot.
Klar. In der Schule ist Minus meistens blau, also negativ. Und Blue, aber Blue, das sieht man nicht so gut. Deswegen nehme ich hier ein helleres Blau. Geteilt nehme ich auch rot, weil es ja auch ab, so in der Art wie abziehen ist. Da schalte ich wieder rot hin. Ja, genau. Und mal, da mache ich das. Auch blau. Aber das sieht man natürlich nicht. Hier sieht man, das sieht man nicht. Deswegen nehme ich da ein bisschen helleres. So. Das mache ich mal ganz schwarz. Ich meine, das braucht wieder. So. Wenn ich hier drücke, dann habt ihr ein also Vorschau, wie das der Programm aussieht. Hier, jetzt seht ihr gleich. So. Das ist euer Vorschauprogramm. Wie ihr sehen könnt, ist da jetzt noch gar nichts. Ihr könnt klicken, aber nichts passiert. Gar nichts passiert. Wenn ich schließen drücke, dann kommt ihr wieder zu eurer eigenen Form. Wir kommen jetzt zu den Codes. Erst dann funktioniert der ganze Rechner. Ihr drückt bei Plus, Doppelklick. Da schreibt ihr jetzt hin, das ist jetzt das komplizierte Teil, Label 1.text. Dann gleich Wahl in Klammer Textbox 1 Punkt Text Klammer zu. Abstand ist jetzt wichtig, was ich mache. Plus wieder in Klammern. Moment, Moment, Moment. Muss kurz gucken. Nein, nicht Klammern, weil jetzt kommt Wahl. Wahl ist übrigens die Abkürzung von Walu. Walue, schaffen das. Also plus Wahl. Dann wieder in Klammer Textbox. Box 2 diesmal. Weil es ja die zweite Box ist. Punkt Text. Klammer zu. So. Wie ihr sehen könnt, ist der Code für Plus wegen den Zeichen hier. Moment, ich zeige es euch, ob es jetzt geht oder nicht. Wenn es nicht geht, dann haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. 15, 7, blablabla. Seht ihr, Plus geht, Minus noch nicht. Das müssen wir noch einstellen. Das Praktische bei diesem Code ist, dass dieser Code der glitzegleiche ist wie der andere Code. Bloß das Zeichen ändert sich. Also statt ein Plus ein Minus. Das kopieren wir jetzt mal. Gehen wir zurück zu unserer Form. Dann gehen wir auf Minus. Doppelklick. Geht hier unter Einfügen. Und hier macht ihr ein Minus. Und dasselbe macht ihr hier. Einfügen. Was war das jetzt davor? Mal oder geteilt? Ah, geteilt. Das ist kompliziert. Geteilt ist das da. Das weiß ich auch nicht, das ist einfach so. Und mal ist bei Taschenrechner das hier, dieses Sternchen da oben, das ist bei Taschenrechner so. Und hier auch. Und jetzt können wir sehen, ob es geklappt oder nicht geklappt hat. Machen wir 4, machen wir was Einfaches, 9. Ist korrekt. Korrekt. Das weiß ich nicht, ob das korrekt ist, aber sieht korrekt aus. 0, Periode 4 heißt das. 36, das ist korrekt. Okay. So, das ist jetzt der Code für unser Taschenrechner.
zurück zu unserer Form. Wer das so behalten wollt, vergisst nicht, wie man den Icon macht. Ich zeige es euch nochmal. Unter Projekt und hier. Eigenschaften. Das ganz unterste. Und dann hier. Bei Durchsuchung und dann das Taschenrechner-Icon. Hier, das speichere ich jetzt mal ganz. Projektname. Taschenrechner. Oh ja, Moment, das gibt's schon. Taschenrechner. Keine Ahnung. Jetzt habe ich das gespeichert. Naja, es muss noch gespeichert werden. Man braucht das mal. So. Verdammt. Hier. Das ist hier unten. Um den Taschenrechner zu öffnen, geht ihr hier auf den Taschenrechner-Ordner. Dann unter Bin. Bei manchen ist es unter Release, bei manchen ist es unter Debug. Und hier ist euer Taschenrechner. Den könnt ihr rausziehen, wo ich mache das so weiter mit. Seht ihr mit dem Icon? Das ist jetzt die Excel-Bild. Wenn ihr draufklickt, habt ihr euer Taschenrechner. Ganz einfach. Ohne groß zu machen. Das ist euer Taschenrechner. Also das war's. Ich habe es jetzt hier weggemacht. Wenn ihr es auch so speichert, wenn es nicht früher speichert, sondern jetzt speichert, dann kann man es nicht mehr kleiner machen oder schließen, sondern nur wenn man hier unter Task Manager geht und es dann so schließt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, mein erstes Video hat euch gefallen. Danke.